Kannibalismus bei Schweinen, eine indigene TikTokerin mit über 6 Millionen Followern und das erste Smiley überhaupt aus dem Jahr 1982 wird jetzt versteigert. Das sind unter anderem unsere Themen heute hier beim Push-Magazin. Sehr schön, dass ihr dabei seid. Für viele Menschen ist Veganismus und Vegetarismus ja mehr ein Hype und ziemlich unverständlich. Da hört man dann immer wieder so Dinge wie: Wir haben ja immer schon Fleisch gegessen, warum jetzt damit aufhören? Wie soll ich ohne Ei auskommen? Und so weiter. Aber wie ist das denn jetzt wirklich in der österreichischen Bevölkerung? Werden noch tierische Produkte konsumiert? Und warum bzw. warum nicht? Wir haben uns mal umgehört. Ja, wir konsumieren sehr wohl Tierprodukte. Es ist sicher auch der Geschmack der Kindheit. Vor allem Eier und Käse. Aber wir versuchen auch, das zu verändern, indem wir mehr Hülsenfrüchte verwenden. Ja, schon, aber eigentlich weniger wie früher. Also Fleisch und das Ganze. Eier und Milch halt schon noch und Käse, aber Fleisch muss nicht dauernd sein. Ein-, zweimal die Woche und ab und zu ein Schinken ist auch schon genug, ne? Ja, ich trinke Milch und Eier, aber ich esse kein Fleisch. Nee, aus mehreren Gründen. Ich vertrage es körperlich besser, einfach pflanzlich zu essen und auch umweltethischer Hintergrund so. Ja, voll, genau. Definitiv spannend, wie da die Meinungen auseinandergehen. Das Wichtigste ist aber, dass es den Tieren gut geht. Wenn man also tierische Produkte konsumieren möchte, dann wäre es wichtig, sich zu informieren, unter welchen Bedingungen diese Tiere leben müssen. Es gibt nämlich leider noch immer sehr viele Betriebe, auch in Österreich, die dann nicht so drauf schauen. Die Krone hat jetzt ein neues Projekt gestartet. Die Zukunft gestalten wir, heißt das. Da werden 4 Wochen lang Themen wie Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion und so behandelt. In Woche 1, also jetzt, geht es ums Tierwohl. Viele Tiere leiden nämlich noch immer, damit wir was zu essen bekommen. Ich wollte mir das mal anschauen, wie es denn richtig geht und habe den niederösterreichischen Hof von Andreas Hubmann besucht. Da werden die Schweine auf eine alternative Weise gehalten, und zwar draußen im Freiland, sprich kein Vollspaltenbodenbetrieb. Warum diese Haltung auch im Hinblick auf die Gesundheit der Schweinchen besser ist, haben mir Landwirt Thomas Hubmann und David Richter und Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken erklärt. Es gibt auch Leute, die uns gesagt haben, dass man Tiere nicht im Freiland halten kann, weil sie ständig krank werden, weil halt Krankheitserreger kommen, während in so einem hermetisch abgeriegelten Vollspaltenbetrieb würden die Krankheitskeime draußen bleiben. Es müsste sich auch jeder, was sie sich entkeimen, bevor man das betritt. Hier kann man eigentlich recht frei hergehen. Wie schaut es hier mit Krankheitserregern und mit Krankheiten aus? Wir haben jetzt seit 2 Jahren die Freilandschweine. Wir haben bis jetzt keine Medikamente braucht, keine Antibiotika. Die Tiere sind äußerst gesund. Arzneisachen oder Medizinsachen entfallen da, weil wir haben das noch nicht braucht. Jetzt sehe ich aber schon, dass einige schon so kleine Wunden haben. Ist das, weil die sich das gegenseitig irgendwie auch so anknabbern oder ist das einfach, weil sie sich irgendwo wenn sie aktiv sind, also wenn das kleine Kratzer sind, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn man herumrennt, so wie Kinder herumrennen, mal stolpern und dann in Schotter fallen, haben sie auch einen Kratzer. Aber es sind keine Verletzungen, die sie sich aufgrund von Frustration, Aggression zugefügt haben, sondern das passiert einfach. Und das heilt auch bei Schweinen ganz schnell zu. Und man sieht, wenn Schweine da immer einen Kratzer haben, obwohl sie da in der Erde sind, sie haben ein gutes Immunsystem und das macht sie dann. Hier zum Beispiel diese Schweine hat ein nekrotisches Ohr. Das ist einmal auf das Ohr gebissen worden. Aber man muss ja bedenken, diese Schweine sind nicht immer hier gewesen, sondern die ersten 2 Monate ihres Lebens in einem klassisch konventionellen Zuchtbetrieb mit Vormast auf Vollspaltenboden. Und da haben sie sich Verletzungen zugefügt. Und die sind jetzt noch nicht so lange hier, wo das jetzt langsam ausheilt. Das heißt, man sieht alte Wunden. Also so nekrotische Stellen sieht man an vielen Schweinen. Aber frische Verletzungen sehe ich sehr wenig, vor allem wenn ich das einmal vergleiche mit dem, was man in konventionellen Betrieben sieht.
Diese Woche zeigen wir euch noch jeden Tag einen Beitrag aus meinem Besuch bei dem niederösterreichischen Betrieb. Zum Beispiel erfahren wir dann noch, was jeder und jede von uns machen kann, um auch das Tierwohl zu unterstützen. Wird also spannend, unbedingt einschalten. Und weil wir auch schon beim Thema Tiere und Umwelt sind, das Oceanographic Magazin zeichnet jedes Jahr spektakuläre Meeresfotos aus. Diese Ocean Photography Awards werden in 8 Kategorien vergeben. Zu gewinnen gibt es da um die 2500 Pfund und die Bilder werden online auf verschiedenen Plattformen und auch in verschiedenen Magazinen veröffentlicht. Also wirklich cool. Die VeranstalterInnen wollen mit diesem Award unseren Planeten feiern, ehren und besonders natürlich auf Notlagen aufmerksam machen. Hier kommen ein paar der diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner. Ja, und wir bleiben da auch gleich beim Thema Umwelt. Heute ist nämlich der autofreie Tag. Der wird jedes Jahr am 22. September gefeiert und bildet den Höhepunkt der Mobilitätswoche. 32 Gemeinden in Österreich sind heuer mit dabei. Da werden dann Radparaden und Mobilitätsfeste veranstaltet. Menschen lassen ihr Auto stehen und gehen stattdessen zu Fuß oder fahren mit Rad bzw. den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit und so weiter. Verkehrsverbünde bieten da heute extra so Ticketaktionen an, um die Menschen zu motivieren, mit den Öffis zu fahren. Georg Hümer, der Pressesprecher vom Verkehrsbund Ostregion, kurz VOR, hat uns erklärt, was sie sich zum heutigen Tag alles überlegt haben. In der österreichischen Ostregion, also in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, sind im Jahr rund 1 Milliarde Fahrgäste unterwegs. Der öffentliche Verkehr, für den der Verkehrsverbund Ostregion maßgeblich zuständig ist, wird jährlich ausgebaut. Das Angebot wird immer besser, auch die Informationen werden immer besser für unsere Kundinnen. Wir wollen aber noch mehr Fahrgäste in unseren Bussen, in den Bahnen, in der U-Bahn, in den Straßenbahnen haben. Daher zum Beispiel gibt es einmal jährlich die Europäische Mobilitätswoche, wo es Informationsveranstaltungen und Aktionen für Fahrgäste, die wir hinzugewinnen wollen, gibt. Heute, am Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche, gilt die Aktion Einzelfahrschein ist gleich Tageskarte. Das heißt, wer auch immer sich einen Einzelfahrschein kauft, kann diesen den ganzen Tag lang üben und verwenden. Für Wien heißt das, für 2,40 Euro können Sie den ganzen Tag lang das gesamte Angebot der Wiener Linien nutzen. Also richtig coole Aktionen gibt es da heute in ganz Österreich. Die Europäische Mobilitätswoche feiert in diesem Jahr übrigens schon ihr 20-jähriges Jubiläum. Das ist eine Initiative aus Europa, die sich zum Ziel gemacht hat, Menschen auf klimafreundliche Mobilität aufmerksam zu machen. So, und autofreie Tage braucht die 22-jährige Kunya Poranga Tatuyo zumindest mal nicht. Sie lebt in einem indigenen Dorf am Ufer des Rio Negro in Brasilien, also mitten im Amazonas. Ihr Dorf ist ziemlich abgelegen und man kommt dann nur mit einem Boot hin. Zu Beginn der Pandemie war der 22-Jährigen dort dann irgendwann ziemlich langweilig und irgendwie hat sie sich dann das Handy geschnappt und angefangen, TikTok-Videos zu machen. Zugegebenerweise wie viele von uns. Die Brasilianerin hat da alles Mögliche ausprobiert, zum Beispiel Tänze, Filter, Synchronisationen, das gesamte TikTok-Programm also. Die Klicks, die blieben am Anfang allerdings noch aus, bis sie eines Tages eine fette, lebendige Käferlarve in die Kamera hielt und auf einmal reinbiss. Ja, auf einmal ist das Video viral gegangen und inzwischen hat sie schon über 6 Millionen Follower auf der Plattform. Ihre Videos zeigen da einfach alltägliche Momente ihres Lebens im Amazonas. Für Kunya Poranga sind das natürlich total langweilige und irgendwie auch bekannte Bilder, aber ihr Publikum ist davon total begeistert. Ja, das ist doch mal eine super Art, um mit Social Media umzugehen. So, und von TikTok wechseln wir jetzt zum BBC. Die haben ja unter anderem auch einen Kinderfernsehsender namens CBeebies.
Auf Twitter haben sie jetzt verkündet, dass sie einen neuen Moderator im Team haben, nämlich der 20-jährige George Webster. George hat das Down-Syndrom und wird bald im Programm CBeebies House zu sehen sein. In einem kurzen Video, zu sehen auf Twitter, stellt er sich vor und verrät, dass er total stolz auf diese neue Aufgabe ist und dass er sich schon freut, endlich loszulegen. Seine Familie habe ihm immer schon gesagt, dass er alles erreichen kann, und jetzt steht er da, im CBeebies Haus. Zuvor hatte er übrigens mit einem Video des BBC-Schulfernsehens über das Down-Syndrom aufgeklärt. So hat der Tänzer und Schauspieler dann eben auch auf sich aufmerksam gemacht. In einer kurzen Vorschau zu kommenden Sendungen kann man in verschiedenen Clips sehen, wie George Essen zubereitet oder sich mit dem Maskottchen Dodge unterhält. Wir gratulieren George auf jeden Fall zu einem richtig, richtig coolen neuen Job. Für mehr Inklusion sorgen übrigens auch die Wiener Linien. Zurzeit wird da nämlich an einem Computer-Avatar getestet, der Störungen im Netz und andere wichtige Ansagen in Gebärdensprache übersetzt. Bisher ist es ja so, dass Durchsagen in den Fahrzeugen oder Stationen zu hören sind. Für gehörlose Menschen braucht es deshalb noch eine gute Lösung, damit sie alles mitbekommen, wenn sie bereits in Bus oder Bahn unterwegs sind. Mit animierten Videos soll die Übersetzung direkt in die Wien Mobil App aufs Smartphone gelangen. Im Störungsfall kommt dann automatisch eine Meldung in die App. Da sieht man dann Avatar Iris und bekommt die Infos in Gebärdensprache und untertitelt. Lisa Schmidt, die Pressesprecherin von den Wiener Linien, erklärt. Wir haben 5000 Stationen in unserem Wiener Liniennetz und ca. 30 verschiedene Störungsarten. Wir können so vorab diese Störungsarten übersetzen und dann im Störungsfall rasch zusammenfügen und ausspielen. Bereits im Herbst soll das neue Programm schon getestet werden in einer Art Pilotphase. Wenn dann alles passt, kann es in etwa 1 bis 2 Jahren auch schon mit der Praxis losgehen. An der Entwicklung dieses Avatars waren einige beteiligt, unter anderem das Wiener Technologie-Startup Signtime, die TU Wien und auch ein Team von gehörlosen Personen. Warum es wichtig ist, dass die dabei waren, Lisa Schmidt. Noch im Herbst beginnt die Testphase. Es ist uns ganz wichtig, dass wir schon von vornherein mit der gehörlosen Community zusammenarbeiten, weil uns ihr Feedback ganz wichtig ist, dass wir die App von gehörlosen Personen für gehörlose Personen entwickeln. Und von Avataren wechseln wir jetzt zu Smileys. Ganz früher haben wir die ja noch selber gemacht. Da gab es diese gelben fertigen Emojis mit zig verschiedenen Gesichtsausdrücken nämlich noch nicht. Wir haben uns dann noch mit Doppelpunkt, Bindestrich und Klammer zu oder Klammer auf geholfen. Tja, das allererste Smiley, also das Glückliche, beziehungsweise Frowny, das Unglückliche, wird jetzt versteigert. Der Computerwissenschaftler Scott E. Farman hat die beiden 1982 kreiert und will sie jetzt in Form von NFTs, also Non-Fungible Tokens, versteigern. Aber was sind jetzt nochmal diese NFT-Dinge? Thomas Leitner von der Krone-TV-Sendung Maschinenraum erklärt. NFT steht für Non-Fungible Token, das heißt sowas wie nicht ersetzbar, aber auch nicht angreifbar. Das sind digitale Güter, die mit einer Blockchain-Verschlüsselung zu einem Einzelstück signiert werden. Es gibt also quasi nur ein einziges Objekt, das genau diese digitale Signatur hat. Deshalb vergleicht man diese Objekte auch oft mit realen Kunstwerken, wie zum Beispiel der Mona Lisa, weil von der gibt es auch nur genau ein Stück. Im Gegensatz dazu wäre jetzt zum Beispiel ein 10-Euro-Schein ein Fungible Token, weil den kannst du jederzeit ersetzen mit einem anderen 10-Euro-Schein. NFTs sind also digitale Einzelstücke. Diese werden meistens über Blockchain-Projekte angeboten und davon die meisten über Ethereum, nennt sich diese Plattform. Der Markt dafür ist gigantisch. Seit 2017, wo das ganze Ding angefangen hat, sind mehrere Milliarden US-Dollar über NFTs umgesetzt worden. Und das wächst nur noch weiter. Ja, danke Thomas. Und wer sich das allererste Smiley der Geschichte jetzt ersteigern möchte, kann das schon morgen tun. Ersten Einschätzungen zufolge wird das um die 11.500 Euro kosten. Viel Geld, ja, aber es ist ja auch irgendwie ein ikonisches Bild und irgendwie auch fast schon der Anfang einer Ära, wenn man mal so durchs Handy scrollt und sieht, was es inzwischen schon alles gibt. So, das war's auch schon von mir und Push für heute. Sehr schön, dass ihr dabei wart, und bis ganz bald wieder.
Boom, boom.